Guten Morgen und herzlich willkommen in der neuen Handelswoche. Der DAX war zunächst leicht freundlich in die neue Woche gestartet, obwohl die Vorgaben aus den USA und Asien jetzt wenig erfreulich waren. Die amerikanischen Börsen hatten am Freitag mit deutlichen Verlusten geschlossen und auch der Nikkei-Index konnte seine anfänglichen Verluste zwar wieder wettmachen, aber ein großes Plus ist auch am Montag hier nicht rausgesprungen. Dann, wie gesagt, hat der DAX in den ersten Handelsminuten dieses Plus aber auch schon wieder abgegeben und ist mittlerweile unter der Marke von 11.500 Punkten zu finden. Die Ölpreise hingegen, die legen zum Wochenstart zu. In den vergangenen Wochen ging es ja hier auch nur gen Süden. Seit Anfang Oktober ein Minus von rund 20%. Heute allerdings nun die Gegenbewegung, wieder eine Erholung. Das wird Donald Trump überhaupt nicht freuen, wenn er sich heute Morgen die Kurse anschaut. Er ist ja immer ein Befürworter von niedrigen Ölpreisen und hat hier entsprechende Forderungen in den letzten Wochen immer wieder über Twitter abgegeben. Was heute die Preise nach oben treibt, sind die Erwartungen, dass die Ölförderung zurückgeht. Zum einen, was die OPEC im kommenden Jahr betrifft, aber auch Saudi-Arabien ist aktiv geworden, hat das bereits für den Dezember angekündigt, als Konsequenz auf die niedrigen Ölpreise und möchte damit den Ölpreisverlust eben stoppen. Ja, blicken wir noch auf die DAX-Unternehmen. Auch hier gibt es heute Spannendes zu berichten. Infineon hat Zahlen vorgelegt, die liegen über den Erwartungen der Analysten und auch über den eigenen Erwartungen. Das kommt am Markt gut an. Überschuss und Umsatz sind im Geschäftsjahr angeklettert. Also Ende September war hier Schluss. Das war quasi das vierte Quartal, aus dem die Zahlen hier gemeldet wurden und eben überall grüne Vorzeichen. Und noch wichtiger natürlich immer der Ausblick. Und da sieht es momentan auch rosig aus. Die Umsätze sollen im neuen Geschäftsjahr, also ab Oktober, eben auch weiter ansteigen. Und ja, wie gesagt, die Dividende, die wird steigen. 25 Cent waren es bislang, 27 Cent sollen es jetzt sein. Alles in allem lauter gute Nachrichten und das wird honoriert. Die Aktie aktuell rund 4% im Plus. Ja, auch SAP am Montagmorgen einen Blick wert. Nicht mit Zahlen, aber mit einer großen Übernahme. Man kauft US-Unternehmen Qualtrics für 8 Milliarden US-Dollar. Das kommt am Markt aber offensichtlich nicht ganz so gut an. Die Aktie lässt den Kopf fängen, 2,5% im Minus für alle, die das Unternehmen nicht unbedingt auf der Agenda haben. Eigentlich war ein Börsengang geplant und das Unternehmen wertet Rückmeldungen und Daten von Kunden und Mitarbeitern eben zeitnah aus und dadurch erhofft man sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Ja, blicken wir zuletzt noch auf die Wasserstände. Der DAX, wie gesagt, unter der Marke von 11.500 Punkten wieder zu finden. Der US-Index Dow Jones hatte den Kopf hängen lassen, ein Minus von 0,8% zum Schluss am Freitag, der Euro ebenfalls unter Druck und das sieht man dann beim Goldpreis, also der Dollar legt zu und dementsprechend ist dann die Feinunze Gold etwas günstiger zu haben. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche.